Als Allah subhanahu wa ta'ala Adam alayhi salam erschuf und seinem Körper die Seele einhauchte, nieste er alayhi salam und sagte, Alhamdulillah, alles Lob und Dank gebührt Allah. Allah antwortete mit, Yarhamukallah, Allah erbarmt sich deiner. Alhamdulillah drückt Wertschätzung gegenüber Allah aus. Für alles, was im Leben eines Muslims geschieht, unabhängig von den Umständen. Dankbarkeit gegenüber Allah subhanahu wa ta'ala ist eine Lebensweise für uns Muslime. Dies ist so, weil wir überzeugt sind, dass die absolute Weisheit nur Allah gehört. Auch wenn etwas augenscheinlich Schlechtes passiert, ist es für den Muslim immer gut. Denn letztendlich weiß Allah es am besten. Alhamdulillah sind die ersten Worte des ersten Menschen, der Allah subhanahu wa ta'ala seine Wertschätzung ausdrückte. Als Antwort darauf schenkte Allah subhanahu wa ta'ala ihm seine Barmherzigkeit. Worte, über die wir im Alltag vielleicht nicht immer bewusst nachdenken. Diese Worte sind vielleicht zu einer Floskel geworden, dessen Bedeutung uns nicht bewusst ist. In diesem Leben gehen wir unweigerlich durch Prüfungen. Und immer dann, wenn uns eine Prüfung trifft, ist dies der Moment, an dem viele verzweifeln. Doch genau dann müssen wir uns an die Gaben Allahs erinnern und dankbar sein. Unsere Prüfungen sind im Vergleich zu den Gaben Allahs und seiner Barmherzigkeit nichts. Also sag, Alhamdulillah, dass Allah dich prüft. Hinter allem, was geschieht, steckt eine göttliche Weisheit und es gibt eine große Belohnung für diejenigen, die standhaft sind. Eines der schönen Eigenschaften des Propheten sallallahu alaihi wasallam war die ständige Dankbarkeit gegenüber Allah subhanahu wa ta'ala. Und dies zeigte sich darin, wie er mit Umständen umging. Sowohl in harten Zeiten als auch in schönen Zeiten. Diese grundlegende Überzeugung, Allah immer dankbar zu sein, hinterließ er sallallahu alaihi wasallam uns im folgenden Hadith. Wunderbar ist die Lage des Gläubigen. Alle seine Angelegenheiten sind gut für ihn. Und dies ist bei niemandem so außer dem Gläubigen. Wenn ihm etwas Schlechtes widerfährt, ist er standhaft. Und das ist gut für ihn. Und wenn ihm Gutes widerfährt, ist er dankbar. Und auch das ist gut für ihn. Wenn der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam etwas sah, das ihm gefiel, sagte er, Alhamdulillahilladhi bini'amatihi tatimmus salihat. Alles Lob und Dank gebührt nur Allah, durch dessen Segen und Gunst gute Dinge vollbracht werden. Und wenn er etwas sah, das ihm nicht gefiel, sagte er, Alhamdulillahi ala kulli hal. Alles Lob und Dank gebührt unter allen Umständen nur Allah. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam wusste, wie abhängig wir von Allah sind. So sehr, dass er Allah anflehte, ihm nicht auch nur für einen Augenblick mit seinen Angelegenheiten allein zu lassen. Bei Abi Daud wird überliefert, O Allah, auf deine Barmherzigkeit hoffe ich, so lasse mich nicht für einen Augenblick allein und ordne all meine Angelegenheiten für mich, denn es gibt keinen Gott außer dir. Ein dankbarer Mensch ist ein glücklicher Mensch. Ein dankbarer Mensch ist zufrieden mit dem, was er hat, sei es viel oder wenig. Ihn zeichnet eine positive Lebenseinstellung aus, die sich ebenso auf andere auswirkt. Wir sollten unsere Psyche nicht mit Umständen beschäftigen, die im Leben scheinbar schief laufen. Wenn du dich zu viel mit negativen und schlechten Dingen beschäftigst, dann werden diese in deinen Augen nur noch größer. Eine negative Grundhaltung zieht nur noch mehr Negativität an. Und wir fangen an, die schönen Dinge im Leben nicht mehr zu schätzen und laufen Gefahr, alles nur noch schlimmer zu sehen. Wenn du also schwierige Zeiten durchlebst, dann solltest du dich dankbar zeigen für das, was du hast. Wir alle haben etwas, wofür wir dankbar sein können. Wenn du dich gerade gut fühlst, dann zeige Dankbarkeit für das, was du hast, indem du noch einmal Alhamdulillah sagst. Denn nichts hält ewig und vielleicht ist es die Dankbarkeit, die du in guten Zeiten zeigst, welche dir in schwierigen Zeiten helfen kann.